Schlange stehen, um die Stimme abzugeben. In Brüssel staut es sich schon, bevor die Wahllokale überhaupt öffnen. Dass der Andrang so groß ist, mag wohl auch an der Wahlpflicht liegen, die in Belgien herrscht. In Deutschland sind 62 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Pflicht, das zu tun, gibt es hier aber nicht. Ich denke, das ist insgesamt sehr wichtig, weil wir in Europa eine kräftige politische Vertretung brauchen. Und das können wir eben nur dadurch erreichen, dass wir auch alle wählen gehen. Derzeit sind im EU-Parlament mehr als 160 nationale Parteien vertreten. Die meisten Abgeordneten haben sich einer Fraktion angeschlossen. Das Spektrum im EU-Parlament reicht vom Bündnis kommunistischer Parteien bis zur Fraktion der Rechtspopulisten und EU-Gegner. Die meisten Sitze hatte in der vergangenen Wahl die EVP, der Zusammenschluss der Konservativen, geholt, gefolgt von der S&D, der Allianz der Sozialisten und Demokraten. Für die tritt jetzt der Deutsche Martin Schulz an. Zum ersten Mal gibt es bei einer Europawahl Spitzenkandidaten. Schulz' Konkurrent von den Konservativen ist der ehemalige luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker. Gespannt blicken viele auch auf Europas Krisenstaaten, nach Griechenland zum Beispiel. Viele Menschen dort sind arbeitslos und sehen keine Perspektive. Die Wahl könnten sie auch nutzen, um ihrer Regierung einen Denkzettel zu verpassen.